Ich empfehle Classy von Jonathan Menjivar. Ein Podcast über, sagt der Name ja schon, Klasse im ganz soziologischen Sinne. I like the way I feel when I throw on a blazer and what that might signal. It's like some weird Dead Poet Society cosplay. But I also feel guilty about the extravagance of it all. I mean, like, my mom put iron-on patches in the crotch of her jeans she wore to work every day because they would wear out. What the hell am I doing wearing cashmere socks? Ugh, ay, ay, ay. Jonathan Menjivar kommt aus einer Latino-Arbeiterfamilie. Irgendwie ist er in einer Welt gelandet, in der man Austern isst und Kaschmirsocken trägt und hat darüber einen Podcast gemacht. Classy mit Jonathan Menjivar ist der Podcast-Tipp von Patrick Stegemann. Ihr hört den Podcast-Podcast vom Podcast-Radio Detektor FM. Als ich Classy zum ersten Mal gehört habe, war ich fast ein bisschen underwhelmed, weil es überhaupt nicht so opulent daherkommt. Es ist keine, sondern nicht tolle, ausgefeilte Musik. Es ist all der Klimbim, den auch unsere Podcasts ausmachen, all den Klimbim, den Podcasts heute auch in Deutschland ausmachen, hat dieser Podcast eigentlich nicht. Anders als Classy klingen die Podcasts von Patrick Stegemann schon eher nach Klimbim, wie er sagt. Gemeinsam mit Keschrau Beros hat er vor 5 Jahren die Produktionsfirma Andan gegründet und seitdem jede Menge Podcast-Hits auf den Weg gebracht. Cui Bono, Legion und Schwarz-Rot-Gold zum Beispiel. Und in diesem Jahr Rasenball, einen Podcast über die Erfolgsgeschichte von RB Leipzig, in dem Patrick Stegemann als Host zu hören ist. Alles aufwendig produzierte Storytelling-Podcasts. Classy klingt da ganz anders. Für Patrick Stegemann eher wie ein Audio-Essay. Obwohl oder gerade weil dieser Podcast so bescheiden, im allerbesten Wortsinne, so bescheiden produziert ist, bleibt er mir noch ganz lange im Kopf und ich denke ganz häufig noch daran, an Situationen, die er schildert. Das liegt vor allem an Host Jonathan Menjivar. Der erzählt in seinem Podcast viele persönliche Geschichten davon, wie er aufgewachsen ist und warum er heute in seiner Kaschmirsocken-Medienbubble diese Geschichten lieber für sich behält. Like, if people know this about me, then they're gonna know everything. That my parents worked in factories, that my stepdad was a truck driver, that vacations were camping and motels, that luxury was ranch dressing and chili cheeseburgers and chicharrones, that the surf shorts I wore in 7th grade were knockoffs from the swap meet, and I shot BB guns at targets of Saddam Hussein in my backyard, that I saw my mom borrow $100 from a friend to cover rent and my teeth are crooked because we couldn't afford braces. I'm afraid that if I tell this story, then that's all you're gonna see. So entsteht insgesamt zum einen ein Porträt von Jonathans eigener Klassengeschichte, von seinem Aufstieg, von seinem Class-Struggle, aber damit eben auch darüber, was Klasse überhaupt bedeutet. Und ich finde, das ist die größte Stärke dieses Podcasts. Dass Classy so viel über Klassenverhältnisse zu erzählen hat, das liegt auch an den Gästen, die sich Host Jonathan Menjivar in den Podcast holt. Freunde, Familie, frühere Arbeitgeber, auch Unbekannte, die Jonathan ihre Geschichte erzählen. Es gibt zum Beispiel eine Szene gleich in der ersten Episode von einer Interviewpartnerin, die schildert, dass sie in einem Umfeld groß geworden ist, wo es sehr viele wohlhabende Kinder gab. Dita went to a prep school in New York City. And when she got there, she noticed a difference between her and the other kids. Und ihre Mutter hat die Häuser dieser wohlhabenden Kinder geputzt. Und sie konnte sich gar nicht vorstellen, wie das ist. Es ist ein bisschen so, wie gesagt, wie als wenn man in einem Museum wohnt, wenn man in einer Wohnung wohnt, die andere putzen, nämlich ihre Mutter. You know, it's so clean and there's no mess. And obviously my mom is the one responsible for that. But that idea of like having somebody else to clean up after you and to have the space to have all these closets and these different rooms and also this idea that like this isn't mine, I can't touch it. Die Szene, die Patrick Stegemann meint, passiert in Didas Grundschule. Die SchülerInnen spielen gemeinsam ein Spiel, in dem sie Fragen beantworten müssen. And the questions were like, both of my parents have college degrees. I have a country house. I have gone skiing. I have a housekeeper. Questions that were clearly directly related to somebody's either social capital or their socioeconomic status.
Für jedes Ja gibt's einen Pluspunkt, für jedes Nein einen Minuspunkt. Und am Ende dieses Spiels kommt bei jeder und jedem eine Zahl raus. Die höchste ist 23. Und Didas ist minus 3. Und alle SchülerInnen am Ende dieser Übung geben den Zettel ab und sie werden aufgereiht und sie selbst sieht, wo sie steht. Nämlich ganz unten. Ohne all das, was die anderen schon haben, qua Geburt. I was like, what is going on here? Like, you're telling me that I have negative dollars, that somehow I'm already in debt in this imaginary world that is completely representative of my lived reality. And I got very insulted. Did you say something about it? Yeah, yes, I did. I genuinely asked, I was like, what is the point of this? And the point was so that, this is what they said in response, the point is so that people that are on the higher end could see that other people exist. Diese Szene finde ich so schmerzhaft und sie erzählt aber auch so viel über vielleicht diese kindliche Naivität mit Klasse, dass sie, finde ich, sinnbildlich steht dafür, dass man diesen Podcast wirklich, wirklich hören sollte, weil er ein Thema, das auch in Deutschland wenig besprochen wird, thematisiert, nämlich Klasse, Aufstieg und vielleicht auch sowas wie Klassenkampf. Nicht immer sind Klassenunterschiede so offensichtlich wie in dieser Geschichte von Dida. Jonathan Manhiva geht in Classy auch den Momenten nach, in denen Klasse sich ganz subtil in unseren Alltag schleicht, vom Essen über Kleidung bis zu Musik und TV-Serien. Dafür wurde Classy von vielen wichtigen US-Medien zu einem der Top-Podcasts 2023 gekürt, etwa vom Time Magazine, New Yorker, The Atlantic und Vogue. Classy ist der Podcast-Tipp von Patrick Stegemann. Aufgeschrieben wurde dieser Tipp von Charlotte Thielmann, produziert hat die Folge Benjamin Zerdani und ich bin Ina Lebedjew. Wir hören uns.